Moment, was? Guck mal, HD! Er schleicht sich unser Gasthaus ein! Was? Hilfe! Komm, Maud! Huch! Wo sind denn die anderen? Ho, ho, ho! Schwere Zeiten, was? Der dunkle Fürst Gommahade war in der Nacht zu Besuch. Er hat deine Freunde verschwinden lassen. Nicht mal ich kann dir sagen, wohin er sie entführt hat. Aber wenn du dich beeilst, kannst du sie vielleicht retten. Dann darf ich keine Zeit verlieren. Moment. Ach, noch was. Alles, was du konntest, ist weg. Klasse, Techniken, Fähigkeiten, alles weggezaubert. Was? Das macht es dir in Kämpfen natürlich nicht leichter. Deshalb verleihe ich dir jetzt neue Kräfte. Du kannst sie auswählen. Übrigens, es stehen ein paar neue Klassen zur Auswahl. Und damit willkommen zurück. Das war jetzt ziemlich, naja, das habe ich auf jeden Fall nicht erwartet. Und ich kann nicht nochmal Magier wählen. Da muss jetzt jemand anderes sein. Was gibt's denn Neues? Katze. Zierliche Tatzen, putzige Schnurhaare, alles zerfetzende Krallen. Noch Fragen? Unhold, verursacht Ärger und Verwüstung, ist aber so süß, dass man stets verzeiht. Und Forscher, wendet die Macht der Wissenschaft und Technik an, um Gegner zu besiegen. Die Outfits sehen cool aus. Ja, geht das ein bisschen seltsam, aber... Was möchte ich sein? Ich glaube, ich nehme die Katze. Mike wurde zur Katze. Er hat mich in eine Katze verwandelt. Nun gut, jetzt brich auf, Mike. Ho, 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 ho. Alles klar. Inzwischen... Irgendwo im Nirgendwo. Uff. Wo alles in der Welt sind wir hier? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass uns der dunkle Fürst angegriffen hat. Es hat er uns hier abgesetzt. Dieses Scheusal. Moment mal, wo ist denn Mike? Er ist weg. Mike kann gut auf sich aufpassen. Und er wird uns retten kommen, ganz sicher. Vollkommen richtig. Jawohl, auf Mike ist Verlass. Oh, die haben alle Hoffnung, dass ich die rette. Dann darf ich dir natürlich nicht enttäuschen. Ich muss alles richtig machen. Jetzt sind wir ganz allein. Ja gut, wenn wir schon mal ganz allein sind, dann kann ich ja auch mit Ferdinand ein bisschen kuscheln. So, ja. Und wir sind jetzt eine Katze. Okay. Probieren wir mal die anderen Sachen, würde ich sagen. Zumindest die, die wir noch nicht probiert haben. Gibt es da nicht irgendwas, was wir noch nicht probiert haben? Kalibalentee zum Beispiel. Unglaublich nice. Alles klar. Ja, komm, gib mir einfach alles. Nom 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 nom. Boah. Mist, jetzt sind wir wieder ganz alleine. Ich kann keinen Ausflug machen. Ich kann zumindest in die Spielhalle gehen. Ein bisschen Roulette spielen. Für ein paar HP-Bananen. Let's go. Vielleicht kriege ich sie. Ja, ich krieg die sogar. 10 HP-Bananen. Actually sind das wirklich viele. Deshalb... Nice. Nicht so nice, dass wir alleine sind. Naja. Zumindest haben wir Ferdinand. Aber... Ferdinand wird sich an dieses Gebiet anpassen. Und... ja, mehr sag ich noch nicht. Nun können wir nach rechts in ein neues Gebiet. Doch ich möchte nur kurz zeigen, dass ich hier alles in Anfangs habe. Alle Flaggen und so. Und ja. Das heißt, dass Anfangs so ziemlich vorbei ist. Wahrscheinlich für so gut wie immer. Wir könnten hier noch hoch, aber hier ist irgendwie nichts. Das ist bestimmt für später gedacht. Gut. Auf Dach nebenan! Wüste nebenan. West. Wüste nebenan.
Auf geht's, Ferdinand! Ah, mir ist ein bisschen flau im Magen. Läuf ich mich bewegen wie so eine Katze? Lustig. Oh, was habe ich denn da gefunden? Eine Banane. Ah, diese friedliche Ruhe. Oh nein, die ersten Gegner. Und neue Musik. Schreckskorpion. Was kann ich denn überhaupt? Ich kann kratzen. Zwei Kratzer und das Ding ist Geschichte. Alles klar. Ganz toll gekämpft. Ich bin wieder Level 1? Was? Ich freue mich schon aufs Abendessen. Miau. Man kann vor Hitze kaum noch klar denken. Oh! Ist das etwa... Yippie, ein gemütlicher Stuhl zum Ausruhen. Ah! Aua. Oh! Mark hat lauter Stacheln im Popo. Uff. Weg, 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 weg. Oh, das sieht schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Gehen aber ganz an einem Zickzack. Wissen wir, wo wir lang gehen? Ein Dreierpaktus. Aber Ferdinand möchte uns helfen. Schnaube! Nice. Okay. Miau. Level 2. Krallenwetzen gelernt. Schärfe die Klauen, damit der nächste Angriff stärker wirkt. Und die Bonuserfahrung. Ja, wer kriegt die wohl? Kaktussaft. Cool. Komm, hier muss doch irgendwo das Ende sein. Wo ist es denn? Oh, eine Kiste. Die lasse ich nicht liegen. Drei Spielscheine. Können wir gut gebrauchen. Ich meine, wir haben auch gar keine mehr. Und hier ist das Gasthaus. Dumm. Schön. Hä? Es ist jemand an der Tür. Ho, 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 ist Alleinreisen hart? Boah, schon irgendwie. Du hast lange genug gewartet. Ich habe ein neues Mitglied für dein Team angeworben. Oh, wow, wie du das immer machst. Ich habe keine Ahnung, wie du das machst. Hui! Ein neues Mii, das dich auf der Reise in ein neues Land begleitet. Oh. Und das darf ich jetzt auswählen. Cool. Es ist Jesus. Er ist ziemlich entspannt, lässig. Er ist ziemlich entspannt. Und er wird unser unser Priester. Er ist sein eigener Priester. Ich bin Jesus und ich bin ein entspannter Priester. Das wird unser Begleiter sein. Let's go. Priester Jesus. Hallo, ich bin Jesus, ein Priester. Ich werde für dieses Team mein Bestes geben. Jesus hat sich dir angeschlossen. Von wo kam er denn? Hat er was mit Iwata zu tun? Den treffen wir ja auch noch gleich zu. Yay! Jesus ist sehr unerfahren. Pass gut auf ihn auf. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Das werde ich. Nun, ich habe noch zwei Mitglieder für dein Team engagiert. Bald sollten sie hier sein. Reise mit deinem neuen Team, bis du deine Freunde befreien kannst. Ho, ho, ho. Okay.
Jesus. Was geht denn hier ab? Hier dein Wasser. Miau, ich mag kein Wasser. Menno. Babdam. Wie wir Tauben tanzen. So, und nun. Lass mal mit Jesus kuscheln. Nun wird sich was tun. So, unser Pferd hat sich nun verändert, wie ihr sehen könnt. Und noch einen anderen Namen bekommen. Auch dazu kommen wir noch. Ein Quietschestab hätte Jesus gerne. Den kannst du haben, Jesus. Gönn ihn dir. Jesus, wie ihr schon merkt, wird unser Support. Denn er mag nicht gerne sich einmischen in die Dinge des Lebens. Aber ich bin sehr interessiert, was ihm denn so schmeckt. Kaktussaft, hast du einen Strohhalm? Dann genieß diesen Saft. Grillskorpion, gesunde Ernährung in kleinen skorpionförmigen Portionen. Das muss so lecker schmecken hier, oder? Ja, das schmeckt mir. Toll. Schmeckt dir das? Ja, es geht. Dann kriege ich das. Nom, 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 nom. Voll. Magst du Koboldschinken? Es geht. Ich hab das schon satt, oder? Na, wir sind beide, glaube ich, schon satt. Naja, okay. Sind nur zwei Leute. Hab ganz viel zu essen jetzt aufgespart, mehr oder weniger. Naja, gut, ne? Und ja, ich saß gerade ein bisschen an dem Pferd, weil ich wollte, dass es cool aussieht für dieses Gebiet. Und nicht zu großen Unterschied zum vorherigen Pferd hat. Komm, wir lernen uns mal ein bisschen besser kennen. Wir sind auch noch gar nichts irgendwie. Wir haben uns mal gesehen und das war's. Wollen wir im Kaffee eine Runde entspannen? Das wäre mal eine gute Idee. Ich mag diese Grafik hier, die ist wirklich sehr schön hier in der Wüste. Oh. Das Monster war eine ganz schöne harte Nuss, miau. Das kannst du laut sagen. Ohne dich hätten wir echt alt ausgesehen, Mike. Für dich gebe ich halt immer mein Bestes, Jesus. Nice. Bla. So, schön am Anfang direkt ein bisschen leveln. Deshalb habe ich mir noch aufgespart. Weil ich wusste, dass wir demnächst ein neues Teammitglied bekommen. Aber ich wusste nicht, dass alle da weg sind. Was soll das? Oder wusste ich das? Oh. So ist das also. Was es nicht alles gibt? Mhm. Scheint ja ein echt tolles Buch zu sein. La. So. So schnell es geht auf Level 5 zumindest. Teufelszörtchen, aha. So, noch schnell angeln, dann sollten wir hoffentlich zwei Level-Ups auf einmal bekommen und dann. Ah, passt alles. Lass uns angeln gehen. Jesus, sieh mal. Kann ja wohl nicht sein. Doch. War mein Freund. Es will einfach nichts anbeißen. Nicht mal ein Silberfischchen. Fischchen. Wie viele Haas hat ein... wollen wir aufbrechen? Moment mal, da ist doch was im Köder. Ups. Tja. Verpasst. Lol. Kein zwei Level-Ups, aber zumindest sind wir jetzt schon Bekannte. Und kümmern uns umeinander. Das ist doch schön, dass sich Jesus um mich kümmert. Let's go! Wenn ich muss. Ja, dann musst du wohl. Toilette, Dixie-Klo gibt's dir bestimmt irgendwo in der Wüste. Wie sieht die Wüste aus? Das werden wir sehen. Du hast Jesus geschickt, Iwata. Dankeschön. Ja. Wo ist sie nur? Seltsam, sie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Sie muss doch irgendwo hier sein. Lalala. Iwata? Ach, du bist es. Ich habe von deinen Heldentaten gehört.
Du hast ein ganzes Königreich gerettet. Ausgezeichnet. Naja. Aber ganz nebenbei. Hast du jetzt zufällig eine Lampe rumliegen gesehen? Ja, ich wollte dich eigentlich jetzt fragen, ob du das warst mit Jesus. Ah ja, Jesus. Der war ein Freund von mir. Der war zufällig nebenbei und irgendeine Stimme hat mir gesagt, dass ich Jesus zu dir schicken soll. Alles klar. Nein, ich habe die Lampe nicht gefunden. Zu dumm. Ich habe nämlich eine sehr wichtige Lampe verloren. Genauer gesagt, eine äußerst gefährliche Lampe. Eigentlich hat Jesus auf die aufgepasst. Aber er meinte, ich habe auf die aufgepasst. Ja, seitdem weiß ich nicht, wo die ist, ne? Falls ihr sie finden solltet, fasst sie auf keinen Fall an. Das könnte sonst ein böses Ende nehmen. Aha. Wo ist sie nur? Zumindest wissen wir sofort, wo Jesus herkam, aber... Wer bist du denn hier? Auf geht's! Ich will jetzt Hündchen knuddeln, miau! Komm schon. Wie findet ihr eigentlich mein neues Pferd? Wir werden gleich noch wahrscheinlich den Namen erfahren. Es ist echt anstrengend, auf so viel Sand zu laufen. Mag sein, aber sieh's mal positiv. Das ist gutes Training. Morgen hast du bestimmt einen fetten Muskelkater. Budumtsch! Das macht es nicht besser. Schade. Brauche Gold. Ob man hier wohl seltene Leckereien findet? Lala. Abkürzung? Sicherer Weg. Nehmen wir doch die Abkürzung! Wir sind startklar und stark! Ich freue mich aufs Bett. Hast du keinen Stolz? Oh, was? Die Gegner? Die Bösse? Es ist wirklich der Boss zweimal. Mist. Ich zeig's euch. Neue Technik. Krallenwetzen. Wetz. Ah! Alles in Ordnung? Jesus. Nein, nein. Tut mir leid, Leute. Ich bin dir zu früh, oder? Ich bin dir locker zu früh. Dein Kampf ist echt hart. Wow. Nee, wir sind zu früh hier. Wir sollten hier noch gar nicht lang. Ah, Mist. Erster Death! Erster Game Over, Leute. Wie konnte das passieren? Aber es passiert nichts, wenn man Game Over geht. Dann geht man halt wieder zurück und dann habt das Level halt nicht geschafft. Nicht so schlimm. Dann weiß ich jetzt, dass ich den sicheren Weg gehen muss. Wenn der andere Weg fürs Erste noch zu schwer für uns ist. Naja, gut. Aber genau das wäre übrigens auch passiert bei Anfangs in der Höhle, wäre ich da direkt hingegangen. So, auf zum sicheren Weg. Ist Jesus etwas schlecht gelaunt? Nur gemeinsam sind wir stark. Oh no, ein Gegner. Kobolde! Schärfe die Klauen, damit der nächste Angriff stärker wird. Achso, der nächste erst. Wetz. Boom. Stimmt, ich muss jetzt auch noch mal so einen Kampfschrei geben. Wetz. Miau. Ich kann noch mal machen, aber nein, wir greifen jetzt an. 24, Alter, wie viel? Heia. Oh. Oh. Gott, Jesus, ich helf dir. Nice. Das wird morgen sicher wehtun. Ja, passiert. Ich bekomme langsam Hunger. Diese Hitze. Ich schmelze, ich zerfließe. Kann nicht irgendwann die Sonne... Irgendjemand die Sonne abstellen? Nichts leichter als das. Dank meiner Zauberkräfte ein Kinderspiel. Wie bitte? Hockel, Pokokel, ist doch fertig. Es hat sich aber überhaupt nichts geändert. Naja, es dauert halt 6 Stunden, bis die Wirkung eintritt. Hältst du mich für blöde?
Uff. Bin ein bisschen aus der Puste. Noch ein Gegner. So langsam Spaß das Spiel wirklich nicht mehr, ne? Krallenwetzen. Hilf mir, Jesus. Aua! Hier ist eine Banane. Oh Gott. Oh! Erster Beistand. Schmusewange. Ja, ist das süß. Miau. Oh. Nice, danke. Auf den Kubulus. Miau. Kann ich mal heilen. Bam. Aua. Alles in Ordnung? Jesus. Oh. Das wird mir zu viel hier. Los, Fernando. Fernando. Dankeschön, Fernando. Oh, das kriegt ein super Thumbnail, dieses Video. Level up für Jesus. Heilung gelernt, die Kraft deines Gebets. Die Kraft deines Gebets stellt HP wieder her. Er betet zu sich selbst und heilt dadurch die anderen. Was ein netter Kerl er doch ist. Toll. Rennen hält fit, miau. Hm? Was um alles in der Welt? Er schläft nur. Oh, es war nur ein Traum. Komm, wir sind doch jetzt schon da. Also, denke ich mal. Die Karte sagt irgendwas anderes. Wow. Jetzt wird sie wirklich viel schwieriger, glaube ich. Oh nein! Heilt natürlich, halt er. Na, ich muss übergehen. Schon ziemlich niedlich. Oh, oh, klar. Klar kannst du schnauben. Let's go! Komm, wir kriegen doch die 450 in dieser Folge hin. Komm schon, vielleicht. Komm schon, das wäre cool. Und beide Level 3. Ich brauche eine Pause. Heute durch. Eine Truhe mit dem Inhalt von 320 Gold. Nice. Ich frage mich, ob wir unser nächstes Teammitglied bekommen. Und das danach. Wo sind die nur? Bam. Oh. Wenn man vom Teufel spricht, niemand will sich da anschließen. Doch, wer wird es wohl sein? Das seht ihr in der nächsten Folge. Obwohl, die Folge ist noch gar nicht mal so lang. Hm. Vielleicht zeige ich sogar schon den Charakter. Es ist Hatsune Miku. Eigentlich hatte ich ein anderes Mii geplant. Das kann ich mal kurz einblenden. Ich wollte eigentlich ein anderes Mii nehmen, was ich selber, bevor ich das Display geschaltet habe, erstellt habe. Aber dann habe ich irgendwie das hier noch gefunden und dachte ich mir, ja, irgendwie, vielleicht sieht das besser aus. Welches von den beiden findet ihr besser? Das, was ich jetzt erstmal nehmen werde, das, also das, was ich gerade nehme, ist ja dieses High Quality so gesehen. Oder das Simplere, schreibt es mir am besten unten rein. Ich werde erstmal sie nehmen, weil sie halt einfach ein bisschen mehr detailliert ist und vielleicht dann auch, weiß nicht, besser ankommt, ich weiß es nicht. So, aber welche Fähigkeit, oder was heißt Fähigkeit, welche Persönlichkeit geben mir? Ich war mir überlegen, sie entweder nett oder aktiv zu machen. Aber ich glaube, ich werde sie aktiv machen, auch wenn wir das schon mal hatten, weil es gibt halt nicht so viele Persönlichkeiten, die man nehmen kann. Und wir werden bestimmt, und außerdem, nett hat ja auch Mike schon mal gehabt. Also von daher ist es ja eigentlich egal. Also, wem aktiv für sie? Ich finde, das passt am besten. So, welches der Klassen sie wird, ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Richtig, Teufel! Spaß, sie bekommt natürlich Popstar. Ich könnte ihr natürlich dieses Outfit geben, aber ganz ehrlich, das hier passt natürlich viel besser. Ich bin Miku und ich bin ein aktiver Popstar. Das soll unser nächstes Teammitglied sein. Nice! Kam gerade von einem Konzert oder wie? Popstar Miku. Bin ich hier richtig? Ich bin Miku.
Und du bist? Ich bin Mike. Hurra, ich freue mich schon auf gemeinsame Abenteuer. Miku hat sich dir angeschlossen. Ist wahrscheinlich der Paparazzi weggelaufen. Und nun bei mir gelandet. Nice. Hat so ein bisschen viel, keine Ahnung, Blush oder sowas hier auf der Nase. Oh, was ist mit Jesus los? Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Oh nein, was war denn los? Naja, du redest im Schlaf. Oh, es tut mir leid. Naja, zumindest Level 5 erreicht. Das geht irgendwie ziemlich schnell. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht ziemlich schnell. Oh, stimmt. Während Miku... statt Miku da alleine zu lassen, könnt ihr dann Miku hier chillen, oder? Wir machen es anders. Jesus chillt da hinten und Miku ist bei mir. Das können wir natürlich auch machen. So, und ich würde sagen, hiermit beenden wir dann die erste... Was heißt die erste Folge? Die erste Folge hier eben nebenan. Und wenn es euch gefallen hat, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal vorbei. Am besten, wenn ihr die Glocke anschaltet, was ihr nur machen könnt. Abo da lasst.